Und um diesen CEV-Pokal, genauer gesagt um die zweite Runde, um das Hinspiel, ging es im Spiel zwischen dem VfL Eute und zwischen CUS Parma. Und für uns in Vechta war Ulrich Hering. Volleyball in Vechta. Das Zuschauerinteresse bei Heimspielen des VfL Eute hat merklich nachgelassen, nachdem die Mannschaft vor Beginn dieser Saison personelle Veränderungen hinnehmen musste, die sich nicht gerade positiv auf die Leistungsstärke ausgewirkt haben. Zum Spiel der zweiten Runde um den CEV-Pokal gegen den italienischen Vertreter aus Parma erschienen vielleicht noch 500 Fans. Im Vorjahr war die Halle bei ähnlichen Anlässen noch zum Bersten gefüllt. Mit Marina Staden und mit Uta Hankers haben Sie zwei sehr wertvolle Spielerinnen verloren. Wie glauben Sie, sind die neuen Spielerinnen inzwischen integriert? Ja, es war erstmal ziemlich schwer, weil Marina und Ute doch Leistungsträger unserer Mannschaft waren. Und es hat auch lange gedauert, bis wir die Nachwuchsspielerinnen so weit hatten, dass wir eine geschlossene Mannschaft sind. Und ich glaube, dass wir das jetzt erreicht haben. GSSR sollte es ein langer Abend in Vechta werden. Über 2 Stunden Spieldauer. Der erste Satz, Spielstand 4:2 für die Gäste aus Parma, aus der Provinz Emilia. Und ein gelungener Passierball einer der Neuen beim VfL Eute, der Amerikanerin Lori Swatzki mit der Nummer 3. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatten sich Block und Feldabwehr auf die überraschend starken Italienerinnen besser eingestellt. Und im Angriff wusste sich vor allem zunächst Udula Stefan eindrucksvoll durchzusetzen, die Spielerin mit der Nummer 2. Inge Böske, die kleine Zuspielerin, setzte ihre Angreiferinnen durch präzise Pässe in Szene, leistete dabei ein enormes Arbeitspensum, um fehlerhaft angenommene Bälle noch in verwertbares Zuspiel umzusetzen. Und so gelang es, langsam die Oberhand zu gewinnen, den Rückstand wettzumachen und die Führung zu übernehmen. Der Punkt zum 10:9. Bei der Aufgabe Małgorzata Prochopien, eine Exilpolin. Es gab in diesem Treffen übrigens relativ selten längere, hochklassige Ballwechsel zu sehen. Der Weg zum Erfolg wurde zumeist auf kurzem Wege gesucht. Harte Schmetterbälle von den Außenpositionen waren auf Seiten beider Teams die Regel. Kombinationen die Ausnahme. Auch in der Mannschaft aus Parma 2 Ausländerinnen, eine Koreanerin und eine Amerikanerin, die 40 Länderspiele für die USA bestritten hat und gestern Abend die überragende Spielerin war. Elaine Rock, Mittelblockerin, die hier den Rückstand ihres Teams auf 10:11 Punkte verringert. Inge Böske ständig bemüht, ihre Mitspielerinnen zu konzentrierten Aktionen aufzumuntern, dem Gegner das Aufgaberecht wieder abzunehmen. In dieser Szene deutlich zu bemerken, wie auf beiden Seiten vom Netz alles andere als einstudierte Kombinationen ablaufen, mehr Unebenheiten, Zufallsaktionen. Dieser Lob von Lori Swatzki, allerdings sehr gefühlvoll gesetzt. In der Schlussphase dieses ersten Satzes hatte der VfL Eute seine beste Phase. Reaktionsschnell Lori Swatzki. Udula Stefan muss als Zuspielerin einspringen und energisch drückt Małgorzata Prochopien den Ball ins gegnerische Feld zum 13:11. Inzwischen nun schon der erste Satzball, die Italienerinnen offensichtlich mit Problemen, den Ball in aussichtsreiche Position ans Netz zu bringen. Auf der Gegenseite ein genauer Pass von Inge Böske auf Udula Stefan, die den Block der Italienerinnen aus Parma anschlägt. Somit Gewinn des ersten Satzes für den VfL Eute mit 15:11 planmäßig. Der weitere Verlauf dann leider nicht. Parma gewann den zweiten Satz mit 17:15, den dritten dann wiederum Eute mit dem gleichen Ergebnis. Satz Nummer 4, 15:10 für die Gäste. Der fünfte musste also die Entscheidung so oder so herbeiführen. Und da schien nun endlich alles zugunsten der Spielerinnen um Inge Böske zu laufen. Zumal, wie hier noch einmal zu sehen ist, über Einsatz und Kampf endlich auch zu einem ansehnlichen Kombinationsspiel gefunden wurde. Sichere Annahme von Udula Stefan, Überkopfzuspiel von Inge Böske zu Birgitta Römer, die keine Mühe hat, den Parmesanblock zu überwinden. Jetzt, nach 2 Stunden Spieldauer, sind Ermüdungserscheinungen beiderseits unübersehbar geworden. Kraft, Kondition haben nachgelassen und damit natürlich auch die Konzentrationsfähigkeit. Als zum letzten Mal beim Spielstand von 8:4 für Eute in diesem 5. Satz die Seiten gewechselt wurden, gab es berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg des VfL.
Aber eine Serie von technischen und individuellen Fehlern machte Parma es leicht, den Rückstand nicht nur auszugleichen, sondern sogar auf 14:10 davon zu marschieren. Der Ball jetzt im Spiel zum Satz- und Matchball für den Tabellenachten der italienischen Liga. Und obwohl der VfL sich noch einmal gegen die drohende Niederlage stemmte, war es nach 2 Stunden und 5 Minuten Dauer nicht zu vermeiden, eine unnötige 2:3 Niederlage des deutschen Vertreters im CEV-Pokal, die es am nächsten Mittwoch in Parma wettzumachen gilt.